dachte, ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rücksignal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiße auf den CEC und scheiße auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Vela finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Alot. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Schön, dass Hammond mal versuchen will, irgendwas Nützliches zu tun. Und ehrlich Leute, wieso zur Hölle ist Isaac hier drin sitzen geblieben, bis das Ding mit denen zusammengekracht ist? Also das Ding hat man ja schon 5 Minuten vorher gesehen. So, ach, jetzt können wir auch wieder speichern, das ist schön. Ja, war doch irgendwie so klar, dass man da drauf nichts mehr erreicht und dass die hier alle verrecken werden. Das war eigentlich total logisch. Und ich finde auch lustig, wie Hammond jetzt meinte, ja, ich scheiße auf die Mission, ich will bloß noch hier weg. Was zur Hölle denkt der Kerl, was ich eigentlich die ganze Zeit hier mache? Ich meine, ich richte das Schiff doch nicht her, damit ich es dann wieder in Betrieb nehmen kann. Ich richte das her, weil es keine andere Möglichkeit gibt zu fliehen von hier. So, nach unten, ja? Nach unten, natürlich. Du darfst auch den Lastenaufzug benutzen, danke. Okay. Gut, damit haben wir das schon mal hinter uns jetzt. Und wir haben endlich mal ein vernünftiges Ziel. Das Ziel heißt jetzt von der Ishimura runterkommen. Und wir wissen auch endlich wie. Nicole hat sich auch mal wieder gezeigt. Ich nehme an, das wird jetzt ein bisschen akuter werden mit ihr. Die wird sich wohl noch ein bisschen öfter zeigen jetzt. Aber mal schauen, ich weiß es ja nicht so genau. Beim nächsten Shop müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen zulangen. Ich hasse euch. Ah, komm! Diese Biester sind so garstig, das geht gar nicht. So, ach ja, mit Nachladen ist ja nichts. Wir haben ja nichts mehr, super. Es macht hier keinen Spaß mehr, wirklich nicht. So, die Dinge habe ich alle ausgenommen, okay. Ja, dann mal wieder runter auf die Brücke, ins Atrium, wohin auch immer. Und mal wieder mit dem Fahrstuhl eine Runde. Wie jetzt? Wir sind auf Ebene 1? Ach nein, wir wollen auf Ebene 2. Stimmt ja, das ist ja auf Ebene 2, das Atrium. Wir können nicht auf Ebene 1, so ist das gemeint. In Ordnung. Ja. Was? Dieses Biest, was wir weggeballert haben an der Außenseite, das... Oh nein! Wirklich? Muss das sein? Och, kommt schon. So, weg mit euch. Ich benutze jetzt einfach mal die scheiß Ripperklingen. Weil ich von denen einfach noch mehr als genug hab. Das Blöde ist bloß, ich treffe nicht, weil ich die Frames gerade im Keller hab. So, gibt's noch welche hier? Ja, da gibt's noch was. Der hat sich doch gerade noch bewegt. Ach, der Kopf ist es. Kleine OP am offenen Schädel. Gut, haben wir den Slenderman auch wieder beseitigt. Okay, da kommen wir sogar an einem Shop vorbei jetzt. Das ist sehr schön. Und ich sehe gerade, man hat etwas für uns geöffnet. Ein großes Medipack. Oh, ich werde beschenkt. Ist ja unglaublich. Ich nehme es aber mal jetzt noch nicht,
Ganz einfach deshalb, weil ich glaube, dass ich noch keine drei Striche habe, die mir fehlen. Das heben wir uns mal für schwere Zeiten jetzt auf. Hat sich da gerade was bewegt? Ach, hier. Ripper-Klingen, sehr gut. Fix nachgeladen? Okay. So, hier drüben noch bestimmt auch, oder? Ja, da ist auch noch eine Kiste. Sehr gut. Noch mehr Ripper-Klingen, verdammt. Das ist halt das Blöde dran, wenn man eine Waffe hat, die man eigentlich nicht so oft und nicht so gerne benutzt. Man kriegt trotzdem ständig Muni dafür, wenn man sie mit sich rumschleppt. Ich will aber auch nicht bloß mit drei Waffen durch die Gegend laufen, ehrlich gesagt. So, jetzt gehen wir aber erstmal in den Shop und schauen mal, was der für uns tun kann. Ich glaube, irgendwelche Schemata dürften wir ja nicht haben. Ach doch, Schema für einen Luftkanister, okay. Naja, das ist ja jetzt auch... Ich weiß nicht. So, wir verkaufen erstmal das hier. Ein Stasi-Päckchen können wir ja mal behalten. Wir haben viel zu viele Ripper-Klingen, ganz ehrlich. Ich verkaufe mal eine Packung. So. Ja, das sind bloß noch die Waffen. Das ist nur unser Safe. Wieso kann ich denn hier nichts auswählen? So, ich will eigentlich... Nee, das will ich gar nicht. Ach so, deshalb, weil das alles bloß irgendwelcher Ausrüstungskram ist, den wir schon besitzen. Gut, wir brauchen Plasma-Energie. Wir brauchen Strahlmunition. Wir brauchen Impulsprojektile. Gut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt soweit ausgestattet. Wir können ja noch mal ein kleines Medipack mitholen. So. Können wir die Medipacks eigentlich auch so benutzen, gezielt? Die Sache ist, wenn ich jetzt auf Q drücke, dann benutze ich doch bestimmt das Große aus Versehen. Ah, sehr gut. So, dann sind wir wieder fast voll mit dem Medipack hier. Mit dem Medipack sind wir mit der Gesundheit wieder ziemlich weit. Natürlich. Hebt das Ärmchen. Gut. Haben wir uns die kleinen Bastarde schon mal erspart. Das ist sehr schön. Und kriegen noch ein Stasi-Päckchen. Toll. Aber ich muss sagen, unsere Chinese ist ziemlich stark. Also, dass wir sogar diesen riesen... die Tentakel sind ja eklig. Dass wir sogar diesen riesen Fettklops ja einfach mal so hochheben können. Dass die einzelnen Körperteile und Leichen dann immer noch so durch die Gegend flappern, das ist irgendwie sehr merkwürdig. So, haben wir das auch geschafft, dann war es das schon wieder für das Kapitel, oder wie? Das wäre ja unfassbar, wenn wir mal innerhalb einer Aufnahmesession mehr als ein Kapitel geschafft haben. Ja, tatsächlich. Kapitel 8, Suchen und Retten, abgeschlossen. Und wir speichern natürlich mal wieder. Diesmal hier drüber. Okay. Dann rein ins Kapitel 9. Tod bei Ankunft. So. Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Okay, dann wussten die wohl. Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammond Rick. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Ja, dann wusste wohl irgendwo jemand davon, dass der Marker hier ist. Und die haben es zu vertuschen versucht. Und deswegen wird Hammond hier, glaube ich, gerade auch abgewürgt. Abgewürgt natürlich. So, von der Werkbank brauchen wir eigentlich nichts gerade. Ach Mensch, was drücke ich denn auf F5? Ich kann doch nicht schnell speichern. So, hier wäre auch ein Shop gewesen. Na gut, was soll's. Sack mal ein, den Kram. Okay. Dann ist die Mission wohl eine verdeckte Regierungsmission irgendwie gewesen oder von irgendwelchen anderen Leuten mit viel Einfluss.
Das Ganze ging nach hinten los und deswegen muss jetzt aufgeräumt werden hinter denen. Und wir stehen genau dazwischen. Oh, muss das so sein? Eintritt Schwerelosigkeit. Yay. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kommst. Spitze! Wo ist denn der Ausgang? Wenn ihr mir sagt, wo genau das Loch ist, in das ich sie werfen muss, dann tue ich das sehr gerne. Einfach da drüben rein, oder? Ja, nimm mal. Hol es dir richtig weit ran, die radioaktive Kugel. Das ist gut. Das ist genau die richtige Arbeitsweise. Nee. Das bringt's nicht. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss damit. Aber solange keine Gegner kommen, ist es mir eigentlich ganz recht gerade. Es macht nämlich irgendwie auch keinen Spaß, ständig irgendwelche heranströmenden Necromorphs zu bekämpfen, finde ich. So, mal schnell rüber. Unser integrierter Geigerzähler tanzt Tango, das ist auch schön. Scheint Isaac aber nicht großartig zu stören, das finde ich cool. So, da drüben sieht es irgendwie so aus, als ob da was eingerissen wäre, aber... Ganz ehrlich, wo ist denn hier der Ausgang nach ganz draußen? Ich guck mal kurz da drüben. Hier drüben? Nee, das ist bloß ein anderes Deck da drunter. Hä? Ja. Oder dort vielleicht? Tja, mal wieder genaueres zu wissen wäre wunderbar, aber da lässt uns das Spiel natürlich mal wieder im Dunkeln. Gib mal so ein Ding her. Oh. Das hat's gebracht, auf jeden Fall. Von da sind wir gekommen, oder? Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Nee, sind wir nicht. Oder? Sind wir von hier gekommen? Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Da drüben lang. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Ja, halt die Klappe. Da? Okay. Ach, hier müssen wir... Mann, Quatsch. Hier müssen wir die Klappe erst aufmachen. Sagt mir das doch. Ich weiß doch nicht, was ihr hier von mir wollt. Ich kann es doch nicht riechen. Gut. Können wir da auch draufschlagen? Geht das eventuell? Ich will keine Mini dafür verschwenden. Sehr gut. Dann zertreten wir die einfach. Das ist mir auch recht. Ach du Scheiße. Ich sehe es schon kommen. Moment, Leute. Ich werde einmal ganz kurz die Dinger schon mal sammeln hier. Na, du darfst es auch nehmen. Junge, pack's an. Sehr gut. So, damit wir sie dann direkt rausfeuern können. Denn wenn hier so eine Sauerstoffstation steht, dann können wir doch fest davon ausgehen, dass wir keinen Sauerstoff mehr haben, sobald die Tür aufgeht. Ist ja auch irgendwie logisch. So, das kommt von alleine runter. Sehr schön. Gibt's noch mehr? Natürlich gibt's noch mehr. Und natürlich ist es zu weit weg, um von unserer Stase erwischt zu werden. Quatsch, von unserer Chinese. So, haben wir das hier. Das freundlich strahlende Zeugs. So. Und das Kügelchen holen wir uns auch noch ran. So, mal schnell nach unten und die hier schnell gesichert. So, her damit. Bloß gucken, dass ich hier keine andere auszusehen anstupse. Das wäre ein bisschen doof, muss ich sagen. So wie die da zum Beispiel. Okay, das ist bestimmt sehr gesund, jetzt hier gerade mittendrin zu stehen. Ich mache schon mal zwei weitere kaputt. Und dann schauen wir noch mal kurz.
So, ich sehe gerade, hier fliegt eine Kiste rum. Und die können wir uns eigentlich auch mal kümmern. So. Noch irgendwelche Kugeln außer da unten. Nee, ne? Hätten wir es dann soweit. Das ist schön. Du darfst es auch kaputt hauen. Schön. In Ordnung. Dann glaube ich, hätten wir es jetzt soweit erstmal vorbereitet. Ich glaube, dann können wir jetzt wirklich raus.